Seid ihr ready für den 1. Johannesbrief? Vielleicht hast du es noch nie gehört, 1. Johannesbrief, was ist das? Wir sind mitten in der Bibelserie vom 1. Johannesbrief. Lebenswert leben. Ich glaube, es ist niemand heute Morgen, der sagt, lebenswert leben, das interessiert mich nicht. Und ich wünsche dir für den heutigen Morgen, dass du mindestens einen Impuls bekommst, dass dein Leben mehr und mehr kann. Lebenswert leben. Wie fängt lebenswertes Leben an? Ganz einfach. Es fängt an mit einem klaren Blick. Wenn du mit deinem Auto unterwegs bist, es ist eine wunderschöne Landschaft, alles ist schön, aber deine Scheibe ist beschlagen, dann hast du eine Scheibe. Wenn du eine Scheibe hast, dann ist egal, was alles ist um dich herum, du hast eine Scheibe und du siehst alles dünne Scheibe. Und mit einer Scheibe kannst du nicht lebenswert leben. Und ich wünsche dir, dass du heute Morgen keine Scheibe hast, sondern dass du einen klaren Blick haben für ein lebenswertes Leben. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, wo wir dran sind, dort sind die ersten zwei Wörter, sie, dort steht, seht doch. Und du siehst, das ist dick und fett. Seht doch. Das sind die ersten zwei Wörter, kurz, präzise. Es ist interessant, dass da nicht steht, glaubt doch. Es steht da, seht doch. Der Johannes ruft die Leute nicht auf, zu mehr glauben. Er ruft sie auf, zu mehr sehen. Bist du einfach ein Gläubiger? Oder ist dein Glaube gefüllt mit Sehen? Bist du ein Seher? Vielleicht sagst du jetzt, Sehen, Glaube ist doch Glaube, aber darum ist es Glaube. Der Johannes schreibt dir von etwas anderem. Er ruft sie auf zum Sehen. Ich vergesse nicht den Moment, als ich am Roten Meer war. Meine erste Enttäuschung war, dass das Rote Meer gar nicht rot ist. Okay, ja. Und das Zweite war, alle haben davon geredet, im Vorfeld bei dem Roten Meer, wie wunderschön die Fische sind, die Korallen sind, die Riffe sind. Und ich dachte, ja, es ist einfach ein blaues Meer. Es ist schon schön, es ist schon nett, das Wasser hat ein bisschen plätschert, ist das alles? Und ich stand da mit meiner Tauchbrille und Schnorchel. Und es kommt der Moment, wo ich meinen Kopf unter das Wasser habe. Und in dem Moment hat es gemacht, boah, so etwas habe ich noch nie gesehen. All die Fische, die Riffe, die Pflanzen, unglaublich. Ich bin hin und weg gewesen. Ich habe gestaunet und gestaunet und gestaunet. Ich glaube, ich hatte den Schnorchel voll Wasser gehabt, wahrscheinlich nur noch, weil ich so überwältigt war. Und für mich war eins klar gewesen, hey, es gibt noch eine andere Welt. Und das ist ein Bild vom Glauben und vom Sehen. Wenn ich vom Glauben her bin, sehe ich einfach nur das blaue Wasser, das ein nett ist, das ein plätschert. Oder sehe ich mehr? Sehe ich die andere Dimension? Und das kann ich nur sehen. Durch Geistaugen. Wir haben im Epheserbrief 1,18 steht, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Und mit diesen Geistaugen kannst du eben nicht nur das blaue Wasser sehen, sondern eben das, was unten dran ist. Es gibt sozusagen eine vierfache Sehdimension. Es gibt, das Erste, was man sieht, ist natürlich einfach, wir sehen die materielle Welt. Die ist uns allen bestens vertraut. Und dann gibt es auch die seelischen Augen. Ich denke, die seelischen Augen können sein, du bist irgendwo seit Tagen im trüben, nassen Wetter und du siehst irgendwo dich in den Malediven an einem schönen Sonnenstrand liegen. Du siehst es förmlich. Oder Stichwort Visualisierung. Das ist etwas, was wir kennen. Das Dritte ist, es gibt auch spirituelle oder okkulte Augen. Das kennen eher weniger Leute, wo du vielleicht Geister siehst, wo du Verstorbene siehst. Aber dann gibt es Gott sei Dank auch noch eine vierte Dimension. Und das ist eben die Dimension von diesen Geistaugen. Und diese Geistaugen, die hat eben nicht einfach ein jeder.
Wir lesen gerade im nächsten Vers, der ganz kurz und prägnant schreibt er, davon, auf diesen Geistaugen, weiss die Welt nichts. Nichts. Niente. Und wir haben so ein bisschen in einer Zeit von einem Geistbrei. Du kannst irgendwo, zum Beispiel in einem Hotel sein, siehst viele so die Werbung oft, erholen sie sich an Leib, Seele und Geist. Und du kannst mich fragen, ja, was für ein Geist? Wer diese Sachen durcheinander gebracht? Wenn der Johannes hier schreibt, seht doch, dann tut er das in einer, glaube ich, bestimmten Betonung in der Schreiben. Ich werde das ganz kurz spontan illustrieren. Manuel, du bist weit, kommst dann spontan führen. Ich tue das dir jetzt lesen. Kannst du da herstehen mit dem Rücken unfreundlich zu den Leuten? Das müssen wir sehen, die Leute. Ganz normal, kannst du herstehen. Genau, ich sehe jetzt ihn, er sieht mich nicht. Also, genau, ich kann das einfach lesen und sagen, Manuel, seh doch Pünktli, 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 Pünktli. Und ich kann lesen, Manuel, seh doch Pünktli, 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 Pünktli. Oder ich kann ihm in die Augen schauen und sage, hey, Manuel, seh es doch. Oder noch eine Steigerung, Manuel, bitte, seh es doch, check's doch, bitte. Kannst du Platz geben, danke vielmals, mit dem Teufeltheater. Einfach, es ist eine Dringlichkeit. Wenn der Johannes das schreibt, hey, seht's doch, dann ist es nicht so auf Stufen, also, wenn du noch willst, so ein bisschen nebenbei kannst du doch ein bisschen sehen, sondern, hey, Mann, check's, es geht um etwas Entscheidendes in deinem Leben, wie das sich dein Leben wird entwickeln. Wenn du nicht siehst, dann hast du eine Scheibe und dann ist es nicht cool zum Leben. Seht's doch, mit diesen paar Wörtern steigt er ein. Was soll man denn sehen? Und in den nächsten Versen beschreibt er ganz viele Sachen. Ich möchte nur drei Sachen noch erwähnen, die er uns einlädt, sagen, seh es doch. Das Erste ist, wenn er sagt, sieh doch, wie gross die Liebe von Gott ist. Wann bist du das letzte Mal so richtig einfach zutiefst berührt gewesen von dieser Liebe Gottes? Was sich gerührt hat, was sich berührt hat. Kennst du das? Oder bist du da und sagst, Liebe Gottes, kenne ich nicht, sagt mir nichts. Alles andere, alle anderen Gedanken als Gott ist Liebe. Warum sagt er, seht doch, wie gross die Liebe ist? Weil es viele Menschen eben leider nicht sehen. Ich vergesse nicht den Moment, das war recht ein tiefer Moment für mich, einer der tiefsten in meinem Leben. Wir haben zwei wunderbare Kinder adoptiert aus Äthiopien. Und als wir auf Äthiopien geflogen sind, waren wir in einem Kinderheim. Und in diesem Kinderheim waren Kinder, die sie adoptiert wurden. Und dann, als wir dort waren, war schon alles geklärt und geregelt. Wir haben mal gewusst, welches Kind wir adoptieren können. Aber es ist bewegend, wenn du so dort bist und all die Kinder siehst. Und ich vergesse nie den Moment, ich habe so die Kinder gesehen, meine Augen waren so auf Wanderschaft. Und du vergleichst und siehst die Kinder. Und während ich so die Kinder anschaue, ist mir plötzlich mega eingefahren, weil ich plötzlich gemerkt habe, die Augen von Jesus, die sind so ganz anders. Während unsere Augen schauen, welches Kind ist das Schönste, das Herzigste, das Gesündeste, das Strahlendste, was auch immer, oder? Und sagt, das hätte ich gern. Recht strange, aber manchmal ist es immer so. Sind die Augen von Jesus. Ich meine, Jesus ist so anders. Glaube, wenn Jesus da wäre, er würde schauen, welches Kind ist am meisten abseits? Welches Kind ist das unattraktivste? Welches will niemand? Und ich glaube, Jesus wäre zu diesem Kind hergegangen. Er sagt, hey, ich will dir mein ganzes Leben lang meine ganze Liebe schenken. Ich glaube, das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dieser Liebe, die Jesus Christus hat für uns Menschen. Und das ist meine tiefste Überzeugung. Wenn wir mal werden vor Gott stehen, jeder von uns wird staunen, überwältigt sein, wie viel Liebe Gott eigentlich für uns hatte parat. Aber wir haben es nicht gesehen, weil wir eine Scheibe hatten. Und ich will ein Mensch sein, der sagt, ich will es sehen. Gott, ich will deine Liebe immer mehr sehen in meinem Leben. Und auch für meine Mitmenschen. Und ich wünsche es auch dir, dass du die Liebe Gottes kannst sehen, weil das ist Lebensqualität. Das ist das Erste, was er gesagt hat, seht es doch.
Das Zweite, was er ihnen gesagt hat, war, seht doch, dass es tatsächlich eine strahlende Gewissheit im Glauben gibt. Er schreibt, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind das hier und heute. Das ist eines der Markenzeichen vom Johannesbrief. Er redet von dieser strahlenden Gewissheit. Beachte jetzt, wie schreibt er ja. Das erste Wort ja. Er schreibt nicht na ja. Vielleicht, sondern ja. Und dann schreibt er zweimal wir sind. Nicht wir sind, wir könnten es eventuell unter Umständen irgendwie sein. Wir sind Gottes Kinder. Und dann schreibt er noch, wir sind es. Hier und heute passt das so, ist es. Seht es doch, checkt es doch. Sind wir uns bewusst, dass eigentlich, dass wir nie eine so eine strahlende Gewissheit haben, wie im Christentum. Das findest du in keiner Philosophie, das findest du in keiner anderen Religion. Diese strahlende Gewissheit. Ich habe x Gespräche geführt mit Menschen, auf verschiedenen Glaubensrichtungen, ist okay. Aber etwas ist mir aufgefallen, die Leute, die kennen das nicht. Strahlende Gewissheit, zu wissen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin angenommen. Nein, das weißt du nicht, wie Gott über mich denkt. Das ist nur Hoffen und Beten und Planen und hoffentlich geht es irgendwie. Und die Bibel redet von einer strahlenden Gewissheit. Wie klar ist deine Sicht in diesen Fragen? Weißt du ganz tief in deinem Herzen, hier und jetzt, ja, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Du hast den Frieden, die Klarheit in deinem Herzen. Kannst du das so sagen? Schau, wir sind alle Geschöpfe Gottes. Das ist nicht eine Frage, das ist klar. Aber wir sind nicht alle einfach automatisch Kind Gottes. Ein Kind Gottes darfst du, musst du werden durch eine bewusste Entscheidung, die du Jesus in einem einfachen Gebet in dein Herz hineinlässt. Und dann weißt du, ich bin ein Kind Gottes. Das musst du wissen, das ist Lebensqualität. Wenn ein Kind gezeugt wird, 9 Monate später plus minus geboren wird, dann ist ein Kind da. Es ist da. Mama und Papa sagen nicht, du, jetzt müssen wir mal noch abklären, ob das Kind auch wirklich da ist. Oder die Mutter sagt nach einigen Jahren, ich bin plötzlich ganz unsicher. Meine Gefühle sagen mir so etwas anderes, ob ich wirklich ein Kind habe. Oh, jetzt sagen meine Gefühle sagen jetzt, ich habe ein Kind. Doch? Nein. Oder das Kind folgt nicht, das heißt, jetzt bist du nicht mein Kind. Ist stupid, oder? Und schau, im geistlichen Leben ist es aber genau gleich. So wie es im Natürlichen so klar ist, gibt es auch im Geistlichen, wie einen geistlichen Rechtsstand, wo du weißt, und ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Hier und jetzt. Das ist die Gewissheit, die wir haben als Kinder Gottes. Und ich möchte hier in Bezug auf die Kinder noch etwas ganz Praktisches hineingeben. Etwas, was Kinder ja charakterisiert, das ist so ihr Unbeschwerten. Kinder sind so unbeschwert. Und der Johannes schreibt ja, ich schreibe euch Kinder. Und ich möchte hier einen Gedanken noch rausgreifen, ganz praktisch aus unserem Leben. Seien wir mal Kind. Und ich habe kürzlich ein Mail geschrieben, so ein anspruchsvolles Mail. Und während ich das Mail am Schreiben bin, denke ich plötzlich, Oleg Jöppi, ist das einfach mühsam. Es war so eines von diesen schwierigeren Mail, wo du so jedem Wort überlegst, wie kannst du es schreiben. Und ich denke, Leck, das ist so nervig. Es braucht so viele Ressourcen. Es braucht so viel Energie. Kennst du das auch so, Mail? Hat das nur ich? Wo du jedes Wort musst auf die Waagschale legen. Und dann tust du es gleich wieder löschen, du musst den ganzen Satz löschen und überhaupt. Und du brauchst eigentlich für ein paar Zeilen auch lang. Und ich bin da so mich am Abquälen. Und während ich am Schreiben bin, denke ich plötzlich, wie wenig erlöst sind wir eigentlich? Warum müssen wir so miteinander umgehen? Warum sind wir so schnell getöpft und beleidigt und was auch immer? Warum sind wir nicht einfach so unbeschwert wie ein Kind? Es wäre so viel einfacher. Hast du das Bild? Weißt du, was ich meine? Also ich weiß, was ich meine. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und ich werde dir heute Morgen etwas sagen. Und ich habe mir
Ich habe mir dann eine andere Frage gestellt. Ja, wenn Leute mir ein Mail müssen schreiben, was ein bisschen schwieriger ist, wie wirke ich denn auf sie? Ist auch eine gute Frage. Sind wir uns einig? Wie wirke ich auf dich, wenn du mir mal ein Mail schreiben musst? Denkst du schon, oh, der Küsse, wie kann ich jetzt das immer wieder klären? Ich werde heute Morgen etwas sagen. Ich werde für dich ein Entstresser sein. Ich werde ein Mensch für dich sein, unbeschwert wie ein Kind. Und schreib einfach, wie es dir auf der Leber ist. Und ich werde ein Mensch sein und werden, wo du einfach kannst, gerade raus das sagen, was du wirklich denkst. Und ich will nicht gerade eingeschnappt sein und was auch immer. Ich will das kindlich im positiven Sinn unbeschwert haben. Lass uns ein Kind sein, wo die Kultur lebt. Und wir müssen nicht immer eingeschnappt sein. Sind wir eh nicht, aber wir können noch mehr werden, ja? Okay. Das Unbeschwerte, das ist das Zweite. Das Dritte, was wir noch haben, ist, seht doch, dass es noch so vieles zum Entdecken gibt. Wir lesen Johannes, Johannes 3. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Ich beachte hier das Kurzsatz wieder. Es ist erst der Anfang. Es hat erst angefangen. Hallo? Es ist erst der Anfang. Der Film, du meinst, der Film ist schon fertig. Nein, der ist angefangen. Du bist an einem Kochkurs und Menschen, zum Beispiel kochen geht und du weißt, wie irgendwie ein Spielgewehr geht. Nein, der Kochkurs hat erst angefangen. Wir sind erst bei den Anfängen. Meine Frau und ich waren kürzlich in einem Restaurant, sind dort essen. Wir waren dort vor 15 Jahren zum letzten Mal. Und nach dem Restaurantessen, wo wir rausgelaufen sind, sagt meine Frau zu mir, wir haben gemerkt, dass in diesen 15 Jahren nichts Neues gegangen ist. Es ist alles bleiben stehen. Und ich habe dann zu ihr gesagt, es ist alles gleich geblieben und es wird auslaufen und aussterben. Man hat vor 15 Jahren investiert, alles Mögliche hineingegeben, aber irgendwann ist alles zum Stehen geblieben und man hat das Ganze nur noch konserviert. Und ich glaube, nichts macht unseren Glauben so unappetitlich. Wie, wenn wir einfach als Christen auf unserer zementierten Theologie sind und einfach sagen, ich hasse. Das ist meine Glaubensbox. Ich hasse. Weißt du was? Als Christen haben wir keinen Standpunkt. Als Christen haben wir keinen Standpunkt. Weil Jesus hat auch nie, er ist nie geblieben stehen. Jesus steht nie. Sondern er ist immer in Bewegung. Darum verlass deinen Standpunkt und folge Jesus nachher. Das ist irgendwo dein Standpunkt, aber Jesus ist schon lange weitergelaufen. Jesus ist mit seinen Jüngern ständig unterwegs gewesen, hat ihnen Neues gezeigt, sie haben Neues können entdecken, ein Leben lang. Es ist schön, wenn wir Christen bekannt dafür sind, dass wir die Fundamentalisten sind. Das ist ein Kompliment in einer entwurzelten Gesellschaft. Aber sind wir auch bekannt als die, die in Bewegung sind? Als Vater ist etwas am schönsten, wenn du deinen Kindern immer Neues zeigen kannst. Das ist ja das Spannende mit den Kindern. Kinder kannst du immer wieder aufs Neue begeistern. Bis zu einem gewissen Alter. Aber solange wir noch Kind sind und du Vater bist, kannst du immer wieder aufs Neue begeistern. Es geht immer weiter. Unsere Joanna, sie entdeckt jetzt den Skifahren. Ich freue mich schon. Die Pastor küssen mit der Joanna durch die Bündner Piste, durch den Rocken im kommenden Winter. Es ist soweit. Und sie wird begeistert sein und ich noch viel mehr. Das ist das schöne Kind, Vater, Kind, Mutter. Und es ist schon noch wichtig, dass Gott uns seine Kind nennt. Und nicht seine Erwachsene. Und das ist manchmal das Problem, dass wir erwachsene Christen zu Erwachsenen werden und du mal Erwachsene begeistern, ist schon viel anspruchsvoller. Wir sind seine Kinder, und zwar ein Leben lang. Und das ist ein Leben lang unser Vater. Und er kann uns ein Leben lang Neues zeigen. Und kommen wir bitte nicht in dieses Erwachsene hinein, im negativen Sinn, sondern bleiben wir eben die Kinder, die sich immer wieder aufs Neue begeistern. Wenn dein Glauben ein Start ist, dann ist es nicht wegen der Kirche, oder weil der Worship zu schlapp ist, oder weil die Predigt daneben ist, sondern
Es hat damit zu tun, dass deine Hand wahrscheinlich nicht mehr bei diesem Jesus direkt angedockt ist. Weil mit Jesus bist du immer in Bewegung, er zeigt dir immer wieder neue Sachen. Das wird immer wieder spannend und interessant. Darum als Christen, wir haben keinen Standpunkt, sondern Jesus, er ist immer in Bewegung, verlässt deinen Standpunkt und folgt Jesus nachher. Und er zeigt uns immer wieder neue Sachen. Ich könnte zwei Geschichten erzählen, nichts Schlimmes, aber einfach so aus meinem Leben, so ganz frisch erlebt. Vorletzte Woche, ich fahre mit dem Auto vom Landi Richtung Zitzers. Joana ist noch dabei. Und während ich mit dem Auto gerade so auf einer Nebenstrasse fahren bin, sehe ich eine Frau mit einem grösseren Gepäckstück rennen. Sie rennt. Und ich fahre einfach vorbei, wie du einfach machst. Kennst du das Auto? Du bist irgendwo mit einem mega Gepäckstück und alle Autos fahren bei dir vorbei. In dem Moment merkst du eigentlich, wie wir Schweizer sind. Sonst merkst du es nicht, aber dann merkst du es. Ja, das ist in ihrer Box innen und fährt einfach vorbei. Und ich fahre einfach vorbei und ich fahre vorbei und plötzlich sagt Jesus, stopp. Ich gehe auf die Bremse. Ich habe gewusst, was ich machen muss. Ich fahre zurück. Ich schiebe ab. Ich bin froh, dass Joana auch noch dabei war, weil es als Mann eine Frau ansprechen kann. Ein bisschen. Je nachdem sie, gebe ich zu. Und ich frage sie, woher müssen sie? Sie sagt, ich muss auf Langquart auf den Bahnhof. Ich sage, ja hoppla, das kommt nicht gut raus. Wenn sie einsteigen, und sie sich mega freut hatte, keine Frage. Die Frau ist eingestiegen und ich habe sie schnell zum Bahnhof gebracht und sie hat ihr noch gelangt auf den Zug. Weißt du, wie manchmal ich das gemacht habe in den letzten 20 Jahren? Noch nie. Das ist wieder Tragik. Aber es ist nie zu spät. Ich sage, hey, stopp doch mal. Erlebe mal etwas Neues. Und weißt du was? Es war noch lässig. Come on. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn wir Christen für das bekannt werden, dass wir eben nicht normal sind, im positiven Sinn. Weil wir einfach eine Liebe haben, ist ja nicht spektakulär gewesen, oder? Aber gleich, weil wir einfach lieben. Wenn das unsere Referenz wird, ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Und das, ich glaube, Jesus hat so vieles für uns, so vieles für deinen Alltag bereit, so kleine Sachen, wo ich eine grosse Wirkung haben kann, wo wir noch vieles Neues entdecken können. Und das ist so belebend für unser Glaubensleben. Ja, genau. Ich werde die Predigt zusammenfassen und mal die Verse lesen. Vom Gesehen, was wir sehen können, und dann auch noch beten. Ich werde so als Zusammenfassung einfach die Verse jetzt noch so am Stück einblenden lassen. Es sind ja nur zwei Verse. Seht doch, wie gross die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und sind es tatsächlich. Davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin noch alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Ich werde noch beten. Jesus, ich danke dir für diese Verse, für dieses göttliche Wort. Und einfach deinen Ruf an mein Herz, an mein Leben küssen. Gseh doch. Und oft bin ich einfach der wie am Roten Meer ist und einfach nur das blaue Wasser sieht. Und Jesus, ich bitte dich für mein Leben, für die Geistaugen, dass ich nicht nur ein Gläubiger bin, sondern dass ich auch sehe. Und ich werde dich segnen, wenn du jetzt heute Morgen da bist und du merkst, du hast eigentlich noch gar nicht gesehen oder schon lange nicht gesehen. Ich werde dich segnen mit deinen sehenden Geistaugen. Dass du deinen Glauben kannst einfach sehen. Ich segne dich heute Morgen mit diesen Augen, die sehen, was immer das ist, wie immer das ist. Aber ich spreche so aus, über deinen Augen wird ein Seher. Und ich danke dir für die Kindschaft, für die strahlende Gewissheit. Wenn du heute Morgen da bist und du merkst, die strahlende Gewissheit, die Kindschaft, die kenne ich eigentlich nicht. Aber ich will die Gewissheit bekommen, dann kannst du jetzt einfach gerade in einem einfachen Herzensgebet sagen, Jesus Christus, komm du jetzt in mein Herz, in mein Leben hinein. Ich empfange dich. Ich will dein Kind werden. Komm hinein.
Und Jesus hört dein Gebet. Und du bist heute sein Kind. Hier und jetzt. Und ich danke dir, dass das alles erst der Anfang ist. Dass du uns noch so vieles zeigen willst. Du weißt, wo unser Glauben erst startet ist. Und ich habe heute Jesus meine Hand dir entgegen. Sage, Jesus, ich habe mich von dir führen aufs Neue. Du bist mein Vater und ich bin dein Kind. Ich will nicht ein Erwachsener sein. Ich will nicht einen erwachsenen Glauben haben, sondern den kindlichen Glauben an der Hand von dir, Jesus Christus. Und ich danke, dass es erst der Anfang ist und dass du mir noch viel Kostbares wirst zeigen. Ich bete dich an, wunderbarer Jesus. Amen. Gut, wir sind mittendrin in unserer Johannesbriefserie, Kapitel 3. Die Hauptverse sind eigentlich nur zwei Verse, Verse 1 und 2. Und dann habe ich noch den Vers reingenommen aus Epheser 1, 18. Wir sind in der Serie Lebenswert leben. Leben heisst sehen. Also es fängt an mit dem Sehen. Und die Aufforderung ganz am Anfang von diesen Versen, wo der Johannes schreibt, sieh doch, sieh doch. Und dann haben wir die drei Sachen, die ich mal aufgegriffen habe. Es gibt ja noch mehr in diesen Versen. Sieh doch, wie gross die Liebe Gottes ist. Das zweite ist, sieh doch, check doch, dass wir durch den Glauben so eine strahlende Gewissheit haben. Und das Dritte ist, sehe doch, dass es noch so vieles zum Entdecken gibt. Und ein ganz spezieller Punkt, das ist jetzt nicht etwas für alle, aber könnte sein, ist, dass sehe doch, dass du vielleicht mal kannst etwas malen, also in eurer Kleingruppe, dass ihr irgendeinen Aspekt von eurem Glauben, es kommt jetzt einer von diesen drei Punkten, wo du wie im Glauben, warum du auf auf Papier bringen. Das heisst, dass dir Papier und Farbe, was auch immer bei euch habt, und du das mal so auf Papier bringen. Es kann auch irgendetwas anderes sein aus deinem Glaubensleben, einfach, dass du den Glauben anfangen visualisieren. Dass wir eben nicht nur glauben, sondern dass wir eben auch sehen. Oder du kannst irgendetwas anderes nehmen, wo du einfach kannst etwas ausdrücken von deinem Glaubensleben. Das war so ein Schwerpunkt. Etwas ganz anderes könnte sein, dass dir einander segnen mit sehenden Augen. Dass ihr einander voneinander segnend betet. Dort betet, dass ihr heute mehr und mehr die klaren Geistaugen anfangen übersehen in eurem Leben.